weil es der nächste HSG-Kracher wird mit schnellem Handball und ja, einfach geilem Handball. Ja, David, herzlichen Glückwunsch. Die Serie hält. 6. Sieg im 6. Spiel. Herzlichen Glückwunsch. Ja, vielen Dank. Wir haben heute hart gekämpft. Wir hatten 2 gute Torhüter. Am Anfang sind wir ein bisschen schwer ins Spiel reingekommen mit ein paar Fehlwürfen, aber das hat sich auch dann gebessert. Genau. War ja kein einfaches Spiel hier heute beim TV Willstedt. Was sind für dich die Gründe, dass ihr es doch souverän gestalten konntet? Ja, wir haben uns einfach dem Spiel angepasst. Wir haben geschaut, was läuft und was nicht läuft. Und der Jörg Lützeberger hat auch sehr gute taktische Mittel gefunden. Und ja, genau. Die Schlussphase, wie beurteilst du die? Ihr habt schon mit 8 Toren geführt. Am Ende wurde es dann doch noch mal ein bisschen knapper. Ein kleiner Wermutstropfen oder kannst du drüber hinwegsehen? Ja, ich glaube, im Nachhinein kann man vielleicht drüber hinwegsehen, aber wir müssen doch schon am Ende noch ein bisschen konsequenter das Spiel abschließen. Ja, genau. Saisonstart, was sagst du zu dem? Hast du den ansatzweise so erwartet, dass es so rund läuft mit 12:0 Punkten? Ja, der Saisonstart ist auf jeden Fall sehr gut bis jetzt, aber ich glaube, wir sind da auch in die Saison sehr optimistisch reingegangen und wollten echt jedes Spiel gewinnen. Und ich glaube, ja, dass es auch so weit passt. Warum muss man denn am Freitag in die Schänzlhalle kommen gegen Günzburg? Weil es der nächste HSG-Kracher wird mit schnellem Handball und ja, einfach geilem Handball. Alles klar, danke David.